Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. In diesem Video lösen wir gemeinsam die Liga Nation Grundlagen SBC und das Ganze, ja, macht jetzt auch langsam mal ein bisschen Spaß, denn wir bekommen hier deutlich bessere Packs zurück. Zum Beispiel das Gemischspieler-Pack, ja, das ist noch nicht so gut, aber wir haben hier auch zwei Gold-Packs mit drin im Wert von jeweils 7.500 Coins. Und eins ist sogar tradable, das heißt, wir können diese Spieler und das Item oder diese Items, die dort enthalten sind, zu Coins machen, wenn wir sie auf dem Transfermarkt verkaufen. Okay, schauen wir uns das Ganze an. Stelle Teams mit grundlegenden Liga-Nationen-Bedingungen zusammen. Das Gute ist, ihr könnt auch alles 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Also keine gezogenen Spieler und ihr müsst damit auch keine 10 Spiele machen, damit ihr die Loyalität von dem Spieler habt. Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr alles 1:1 nachkaufen, aber ich erkläre auch alles Schritt für Schritt. Okay, wir haben hier drei SBCs, eine Liga oder ein Liga-Angriff, so ist es besser ausgedrückt, Premium-Silber-Spieler-Pack, dann haben wir in der zweiten SBC ein Premium-Gold-Pack, wie gesagt, ein Premium-Gold-Pack, auch hier noch Multiliga-Nation und das ist das Tradable-Pack und rein in die erste SBC. Liegen genau 1 und das ist eigentlich selbsterklärend. Wir brauchen genau eine Liga und ich habe mich hier für die belgische erste Liga entschieden. Ich glaube, das ist die, wie heißt die? Pro League, genau. Ich wollte schon Super League sagen. Nein, es ist die Pro League. Ich glaube, die türkische Liga hat die Super League. Und Super. Länderregion, genau 5. Und das heißt, wir brauchen ja 5 Spieler mit unterschiedlichen Nationen. Das bekommen wir genau so hin. Und ihr könnt dieses Team, wie gesagt, 1:1 nachkaufen. Ich gehe jetzt aber auch jeden Spieler einmal der Reihe nach durch. Okay, fangen wir an mit dem linken Mittelfeldspieler. Der ZOM-Spieler. Und der gute Wesley. Und das ist auch eine Erstbesitzerkarte. Vielleicht habt ihr auch noch eine Erstbesitzerkarte mit drin. Der gibt dann immer plus 1 Chemie. Aber wie ihr sehen könnt, habe ich hier 46 Chemie. Auch wenn der Spieler gekauft wäre, hätte er, ja, dann hätte ich hier eine Gesamtbewertung von eine Teamchemie von 45, weil der Spieler 9 Chemie hat. Okay, das war die erste SBC. Ich gebe sie aber erst zum Schluss ab und dann holen wir uns auch die ganzen Packs. Ein Nation Mittelfeld ist die nächste SBC und das ist auch selbsterklärend. Da brauchen wir eine Nationalität und hier habe ich die ghanische Nationalität genommen. Also Spieler, ja, aus der ghanischen Nationalität. Okay, und alle verschiedene Ligen und die sind immer gut gestreut. Hier haben wir einen aus der dänischen Liga, türkischen, italienischen, deutschen und aus der amerikanischen Liga. Okay, und auch hier die Bedingungen noch einmal ganz kurz. Länderregion genau 1, Ligen genau 5, also das, was ich gerade erklärt habe. Silber brauchen wir hier tatsächlich 3 Spieler. Das macht teilweise ein bisschen teuer, noch zum Start von FIFA vielleicht. Aber später im Laufe des, ja, Zyklus sollte sich das auch etwas legen und dann sollten die Karten generell auch günstiger sein. Teamchemie 45, Anzahl der Spieler 5. Aber das sehen wir ja auch hier, die Slots sind hier belegt. Und fangen wir an, auch hier wieder mit dem linken Mittelfeldspieler. Und das ist sogar ein bekannter Name, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es ein Bruder ist vielleicht oder, ja, Verwandter. Es ist der Emmanuel Boateng. Ist der erste Spieler. Dann haben wir Lasso Koulibaly. Isak Kofi. Oder Kofi. Und zu guter Letzt der Caleb Eguban. Und das hier ist unser Squad für die Ein-Nation-Mittelfeld-SBC. Und jetzt schauen wir uns noch die Multiliga-Nation an. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so schwer. Ich erkläre es euch ganz kurz hier. Ihr seht hier immer diese, ja, Strong Links zu den Spielern. Also geht ihr auf eine Nation. Ihr könnt das auch von unten nach oben machen, aber ich habe es hier zur Seite gemacht. Eine Nation und aber ein unterschiedlicher Verein.
Ja, und das muss auch dieselbe Liga sein. Also hier habe ich die erste italienische Liga genommen mit der ja, italienischen Nation und somit haben die einen Strongling zueinander und damit habe ich die Chemie erreicht. Und hier habe ich, ist das die japanische Liga mit japanischen Spielern, die ZM-Position und die IV-Position ist mit niederländischen Spielern, mit der niederländischen Liga. Also niederländische Nation mit der Liga, niederländischen Liga. So, jetzt haben wir es richtig. Und die Bedingungen ausgedrückt sind Spieler aus derselben Liga max 2, Spieler aus demselben Land, derselben Region max 2, Vereine genau 6. Genau, es dürfen auch nicht, es müssen immer unterschiedliche Vereine sein. Teamgesamtbewertung 55, Teamchemie 48 und Anzahl der Spieler 6. Das heißt, wir müssen hier schon mit etwas Rating reingehen. Das heißt, auch mal Goldspieler. Hier haben wir es oben gemacht mit den Italienern. Und das Ganze geben wir jetzt auch einmal ab und dann werden wir auch die Packs im Anschluss ziehen. So, ich glaube, das war nicht so schwer zu verstehen. Jetzt habe ich die Spieler natürlich nicht gezeigt, aber das ist wirklich nicht so schwer. Und ihr spart euch nochmal wirklich viele, viele Coins, wenn ihr nicht unbedingt die Spieler kauft, die ich euch jetzt hier vorgebe. Aber grundsätzlich, wie eben erklärt, das sollte kein Hindernis für euch sein. So, und dann haben wir das Ganze abgeschlossen und jetzt holen wir uns die ganzen Packs einmal schön ab. Und das haben wir hiermit auch getan. Und somit, ja, bleiben nicht mehr viele. Wir haben jetzt die vier ersten Grundlagen-SBCs abgeschlossen. Danach folgen noch ein paar weitere, aber das werdet ihr auch schon mitbekommen. Und die Packs werden nochmal deutlich besser, die wir bekommen. Aber vielleicht ziehen wir auch hier was richtig Starkes raus. Machen wir erstmal das Silber-Spieler-Pack auf. Oh, der ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Und der ist sogar, müsste tradable sein. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Doch, ist sogar tradable. Und hier könnte man sich mal angucken, was die so, ja, an Wert haben. Sind natürlich noch sehr, sehr begrenzt. Hui. Also da haben einige schon gut an Wert. Ja, die sollte man versuchen auch zu verkaufen. Damit man auch wieder den Preis der SBC auch mal wieder rausbekommt. Aber das sollten wir wirklich easy hiermit schaffen. 12 Items, 3 selten. Okay, ein 82er, Mario Hermoso. Das ist doch wirklich schon mal gar keine schlechte Ausbeute. Mal gucken, was sich noch dahinter befindet. Oh, das ist okay, ist okay. Wir gucken mal, was er an Wert hat. Ja, 2,5 wird hier drauf geboten. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Könnte eventuell auch ein bisschen teurer noch werden. Finde ich noch ein bisschen. Mal gucken. So, die hauen wir natürlich auf den Transfermarkt. Da wollen wir in den nächsten Tagen traden. Da könnt ihr mich gerne verfolgen auf hier auf YouTube. Da werde ich einen Livestream machen in der, ja, relativ zeitnah. Nach Release, aber mal schauen, könnt mich da gerne nochmal fragen oder guckt einfach unterm Community-Tab, dann werdet ihr sehen, wann ich online gehe. Das nächste Pack, mal gucken, was wir hier bekommen. Ja, sagt mir jetzt erstmal nichts, französische Liga, glaube ich. Ja, ist okay, ist aber auch eh nicht tradable, von daher, das andere Pack war besser. Aber man darf die ganzen Items, die wir so noch da drin hatten, auch nicht vergessen. Und jetzt haben wir hier nochmal 12 Spieler. 4 Gold, 4 Silber, 4 Bronze, 1 selten. Dann hoffe ich, dass der Goldspieler selten ist. Okay. Okay. Nein, ist er nicht. Wir haben hier einen seltenen Silberspieler. Aber die sind auch alle tradable. Das heißt, müssen wir auch alle verkaufen. Und ich denke mal, damit haben wir auf jeden Fall unseren SBC-Preis hier wieder raus. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Und wenn ich das getan habe, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr
zukünftige SBCs nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.